Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper, dem Heim- und Handwerker-Simulator oder jetzt auch Gartenflipper genannt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses Freilichtkino gebastelt und im Livestream, ihr seht schon, ich habe den Garten soweit ein bisschen auf Vordermann gebracht. Für alle die mit dabei gewesen sind, nochmal vielen Dank für euren Support und die auch die ganzen Videos liken, für die ganzen Däumchen, für die ganzen neuen Zuschauer, die mit dazugekommen sind. Herzlich willkommen und viel, vielen Dank nochmal für alle die schon, ja, sehr, sehr lange mit hier am Start sind. Ja, wir haben den Garten so ein bisschen aufgeräumt. Irgendwie soll ja auch ein Maulwurf sein. Auch vielen, vielen Dank nochmal für eure Kommentare. Ich habe sie natürlich alle gelesen. Und werde darauf dann auch dementsprechend eingehen. Nach jedem Auftrag soll wohl hier immer ein Maulwurf kommen. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen. Ansonsten, ja, haben wir ein bisschen Beete hier gemacht. Haben hier so einen kleinen Teich angelegt. Da sind wir beim letzten Mal stehen geblieben hier im Livestream. Habe hier schon angefangen. Und für alle die nicht genug bekommen von dem Spiel, hier haben wir noch nichts gemacht, werden wir am kommenden Freitag auch wieder einen Livestream machen. Welche Uhrzeit, weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Ich denke mal so 19, 20 Uhr und dass wir dann auch direkt ins Wochenende starten können. So, was haben wir noch gemacht im Livestream? Und zwar, ja, das Bad war ja schon fertig. Da gucken wir da nochmal rein. Ein paar Utensilien hier noch reingestellt, so ein paar Handtücher und so weiter. Und dann haben wir hier noch das Schlafzimmer eingerichtet. Da sind wir nämlich auch fertig. Ne? Mein Schminkset, ne? So, ansonsten haben wir hier so ein bisschen den Eingangsbereich gemacht. Ne, für alle die den Livestream nicht gesehen haben, geht einfach mal auf Twitch. Da ist das Video, 90 Tage steht das da zur Verfügung. Und da könnt ihr dann nochmal reinschauen. Hier haben wir ein kleines Büro eingerichtet. Ne, mit unserem Laptop. Ne, einen kleinen Greenscreen. Ne. Sieht auch recht cool aus. Wir machen mal Licht an. Ja. Nice. So, dann die Küche hier, Wohnzimmer. Und das haben wir alles im Livestream gemacht, ne? Und ich habe schon gespielt, House Flipper, ne? Bevor es cool war, ne? Nicht wie alle. Oh, mal Fernseher ausmachen. So, ansonsten würde ich sagen, schnappen wir uns wieder einen Auftrag. So, gucken mal rein. 2.6., also heute frisch, heute Vormittag aufgenommen. Danach gehe ich ein bisschen Sonnenbaden. Und dann gucken wir mal, was wir da noch haben. Und zwar, wir haben einmal ja, Penner im Garten. Nice. Garten nach Überschwemmung. Und Garten nach dem Mähen von meinem Mann. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal hier den Auftrag von Gertrude Schulz. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe in einer sehr wichtigen Sache für mich. Ich bin schon ein alter Mensch und brauche deine Hilfe. Wir waren mit meinem Ehemann für 2 Monate in einem Sanatorium. Oha. Okay. Schreckliches Chaos, Dosenflaschen, Kritzeleien an den Wänden, Brennnesseln. Oha, ich würde sagen, da ist der Mann mit dem grünen Daumen gefragt. Das heißt, wir. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, was denn da passiert? 2 Monate nicht da und direkt hier. Oha, das ist heftig. Da haben wir wieder einiges zu tun hier mit unserem grünen Däumchen. Beziehungsweise. Ach du heiliger Bimbam. Ach du. Ach du. Ha. Oha. Wir müssen erstmal ein Screen machen. So, Foto. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wo hier diese Bilder gespeichert sind, und zwar sind die unter C, dann, wenn ihr Windows 10 habt, Benutzer und dann App Data, und da findet ihr dann unter Local Row, glaube ich, oder Roaming, die passenden Sachen. Oha. Das ist ja. Machen wir hier nochmal ein Bild. Chaos pur hier. So. Und zwar würde ich sagen, wir müssen hier erstmal aufräumen. Ich würde vorschlagen, wir fangen vorne an und arbeiten uns dann nach hinten durch. Als erstes würde ich sagen, machen wir erstmal das Gras hier weg. Weil da sehen wir den Unkraut. Und das Unkraut wird auch mittlerweile weggemäht. Das heißt, da wird das Ganze dann auch besser sichtbar. Das heißt, wir fangen jetzt direkt wieder an hier und legen los. Damit wir auch den ganzen Müll dann auch sehen hier. Guck mal, hier Zigarettenstummeln und ach du Heiliger. Mein Mann, Mann, Mann. So, weiter geht's. Erstmal eine Runde Rasen mähen hier. Mal kurz hier was an meinem Headset drehen hier, beziehungsweise an meinem Kopfhörer. So, da haben wir gerade ein bisschen zu laut alles. Ja, ansonsten Sonntag. Ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter.
Schaut dennoch trotzdem ab und an mal hier ein bisschen vorbei. Ne? Das macht ihr ja fleißig. Kanal explodiert ja. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Einfach vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und schön, dass ihr auch alle immer fleißig schaut, Däumchen gibt, Kommentare schreibt, Tipps und Tricks gibt. Das ist momentan echt bombastisch. War es ja schon immer. Aber momentan explodiert das Ganze. Heute gab es wieder eine Folge Hof Bergmann. Um 11. Morgen gibt es auch wieder eine weitere Folge dazu. Garden Flipper wird es morgen auch wieder geben. Farmers Dynasty leider morgen nicht. Ihr wisst warum. Da bin ich ja gerade am Vorspielen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz geschafft. Ich bin fast fertig. Wir brauchen ja noch ein bisschen Geld, um dann neue Sachen zu zeigen. Neues Update ist auch angekündigt. Und am Freitag, wie gesagt, gibt es dann hier wieder zum Hausflipper oder zum Gartenflipper ein Livestream, wo wir dann den Garten von uns weitermachen werden. Das hattet euch gewünscht und dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach. Uhrzeit einfach mal im Sendeplan schauen. Sendeplan findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und auf Twitch werden ja ausschließlich die Livestreams von mir gemacht. Das heißt, da findet ihr mich, indem ihr einfach HomerYT eingebt. Und dann seid ihr auch schon mit am Start. So. Was habe ich denn jetzt? Hier komme ich da nicht dran. Das ist wieder so ein komisches Eck hier. So. Haben wir hier schon alles weg? Ne, da ist auch noch ein bisschen was. Mal hier nochmal. So. Hier natürlich auch die ganzen Unkräuter hier. Oder Unkräuter ist, glaube ich, gar kein Begriff, ne? Das ist, glaube ich, einfach nur so eine Erfindung. Das heißt einfach Unkraut. Ich glaube, Plural gibt es davon gar nicht. So. Mähen wir jetzt erstmal alles weg hier. Mit dem Rasentrimmer hier könnt ihr auch das Unkraut entfernen, ne? Hatte ich ja schon im Livestream erklärt. So, weiter geht's. Oh Mann, ey. So. Oh, wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Den können wir direkt einsetzen. Da schaue ich mal kurz. Oh, wir haben schon fast alles freigeschaltet. Sichtbare Muttermale auf der Minikarte. Was das auch immer heißen mag. Ich glaube, ihr habt es mir sogar erklärt, aber ich habe es leider wieder vergessen. Ist schon warm, Leute. Ich habe vorhin mal aufs Thermometer geguckt. Schon sportliche 28 Grad, richtige Hitzewelle. Also der Frühsommer kommt. Richtig geiles Wetter. Nutzt das Wetter, geht raus. Macht was mit Freunden. Das werde ich auch gleich machen hier nach der Aufnahme. Und die anderen Folgen werde ich dann heute Abend nach dem Livestream. Also ETS ist heute wieder am Start, aber erst ab 18 Uhr. Da werde ich, glaube ich, nochmal eine Info raushauen per Twitter und auch per Insta, damit auch jeder Bescheid weiß, weil das ist einfach, glaube ich, zu warm. Ich habe das gestern gemerkt, wo ich hier gestreamt habe, also in der Bude, das heizt sich sowas von auf. Und wenn schönes Wetter ist, muss man das ja auch genießen, ne? So, weiter geht's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oha. Ach du, oh Mann. Das ist ja, da haben sie ja richtig hausiert hier im Garten, beziehungsweise erstmal, gut, wenn man zweimonatig da ist, dass der Rasen gemäht werden muss, okay. Aber guckt euch mal hier mal die, ach, guckt mal hier, Zigarettenstummeln, alles hier am Start, also, das ist, da war eine ordentliche Partygesellschaft mit am Start, ne? So. Alter. Wenn ich mir überlege, dass ich hier alles mit einem Rasentrimmer machen würde, da würde ich ja bekloppt werden. Deswegen hoffe ich ja noch, dass es irgendwann nochmal so einen richtigen schönen Rasenmäher gibt, weil eigentlich ist ja für die, hier für so Bäume und sowas gedacht oder für so kleine Kanten dieser Trimmer. Und ja, deswegen, ne? So. Haben wir das hier auch gleich weg. Und ihr seht auch die das Unkraut, ich wollte schon wieder Unkräuter sagen, das Unkraut wird hier auch automatisch weggemacht. So, jetzt müssen wir mal hier mal lang. Ich gucke mal, ob ich da noch irgendwas habe. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Oh Gott. Jetzt müssen wir hier nochmal an der Seite lang.
er jetzt nicht weg hier? Doch. So. Da habe ich noch einen kleinen Fizzle. Guck mal, hier habe ich auch noch was. Ich orientiere mich immer oben an der Karte. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Und mal kurz hier das Mikro ein bisschen anders machen. So. So, und weiter geht's. Rasenmähermann am Start hier. So. Und dann können wir gleich den ganzen Müll aufsammeln. So. Mal den Garten hier auf Vordermann bringen. Oh Mann, ist ja ein reizter Urwald hier, echt. Guck mal hier sogar in den Gängen hier. Och ey, es nimmt ja gar kein Ende hier. So. Ich glaube, das Bändchen hier von diesem Trimmer hätte ich schon längst wechseln müssen. Das sind ja so kleine, feine, glaube ich, Bänder, oder ich weiß nicht, wie das heißt, die in so einem Trimmer drin sind. Ich glaube, wir hatten damals in dem Kleingarten hier, hatte ich schon mal erzählt, hatten wir gar nicht so ein Teil, da haben wir einen richtig schönen Rasenmäher gehabt. So. So, wir haben es gleich geschafft, Leute. Boah, mein Daumen fährt gleich ab hier. Guck mal hier, die Beete. Guckt euch das mal an. Hier ist ja auch total... Mähen wir alles weg hier. Und Beete gibt es übrigens auch, ne? Da kann man so Karotten und sowas hinpacken. Auch total cool. Damit werden wir uns auch nochmal beschäftigen. Und... Ach, Mann. Guck mal, das nimmt kein Ende. Ah, Hilfe. Mann. Ist ja echt Katastrophe grande hier. Mann. So, jetzt sind fast 12 Minuten. Ihr seht mal, wie lange man dafür braucht, ne? Fast 12 Minuten hier zu Gange. Weiß nicht mal, war 10 Minuten, weil ich ja noch ein bisschen was zum Livestream erklärt habe und das, was wir hier gemacht haben. War 10 Minuten also nur alleine mit Rasenmähen beschäftigt, ne? Also es ist schon... Wobei es ja eher Rasentrimmen ist, ne? So. Oh. So, den Rasen haben wir jetzt größtenteils hier behoben bzw. beseitigt. Aber wir haben immer noch hier so kleine Flecken, ne? Da drüben ist noch ein bisschen mehr Rasen. Und auch hier in den Ecken. Da muss man immer noch mal lang gehen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Und ansonsten... Was haben wir hier noch alles? Da ist auch noch ein bisschen was. Gerade um die Sträucher rum, ne? Und dafür ist eigentlich so ein Trimmer da, ne? Um die Sträucher rum, dass man dann da den Kladderadatsch dann auch wegmacht. So, jetzt müssten wir, glaube ich, erstmal alles haben. So, das reicht jetzt erstmal. So, jetzt werden wir erstmal den ganzen Müll hier aufsammeln. Ach, guck mal, Kippen hier. Flaschen. Und Soßenpfand, ne? Oh, Mann. Was ist das denn hier? Ach, Likörchen hier. Die haben sich ja richtig gegeben hier. Richtige Party. Party hart hier irgendwie. So, Dosenpfand, Leute. Papa braucht ein paar neue Schuhe. So, hier haben wir auch immer noch ein bisschen Unkraut. Das können wir auch noch wegmachen.
Hör mal. Das ist ja... Oh Mann, ey, guckt euch das mal an hier, ey. Pizza, ach, Pizza gab's auch. Naja, dann. Was gab's denn? Ach, hier, Pizza Tono. War Diavolo? Weiß ich gar nicht. Marios Pizza, ah ja. So. Oh Mann. So viel Säcke kann man gar nicht vollkriegen hier. Hilfe. Ach, guckt euch das mal an hier. Europaletten. Ach nee, guckt euch mal die Couch an hier. Da müssen wir auch wieder austauschen, sehe ich gerade. Da müssen wir auch ein paar neue Sachen rein hier wieder hinstellen. Das können wir erstmal weg. Entferne. Komm, dann machen wir den Kram hier auch mal weg. So. Da müssen wir auch neue Gartenmöbel wieder hinpacken. Ach du, Mann, Mann, Mann. Das ist ja Müll pur hier. Ey. Und hier ganz viele Flaschen hier. Oha. So. Und weiter geht's. Mann, das nimmt ja gar kein Ende hier. Guck mal hier, Europaletten, Kartons. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Aber muss gut gewesen sein, ne? Och, herrlich. So. Die Graffitis müssen wir glaube ich noch wegmachen. So. Hier haben wir noch Unkraut. Seht ihr schon die Graffitis? Die sind auch markiert hier. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Und da haben wir auch noch ein bisschen was. Zigarettenstummeln überall hier. Ist ja ekelhaft. So, da haben wir noch ein bisschen Unkraut. Und mal gucken, was wir hier noch so haben. Da haben wir auch noch ein bisschen Unkraut. Gucken wir mal hier. Was haben wir da noch hier für Klamotten? Ist hier auch noch irgendwas? Ach ne, hier ist ein Graffiti, okay. So, dann machen wir mal die Einfahrt fertig. Also den Müll haben wir gleich größtenteils beseitigt. Na, hier hinten noch eine Mülltonne. Da hätten sie auch mal reinpacken können, die sind ja leer. Mensch. So, das haben wir auch. Jetzt gucken wir nochmal vorne. Ich glaube, da müssten wir auch nochmal... Ne, hier war soweit nicht mehr, aber hier im Eingangsbereich. Da haben wir auch noch wieder... Ach, guck mal, noch mehr Pfand. Mal kurz hier die Bank beiseite, da kommen wir da besser dran. Und wieder Zigaretten schummeln, kippen. So. Das heißt, dann packen wir das hier auch schon mal hin. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ansonsten haben wir hier noch irgendwie. Da muss noch irgendwo was sein hier. Manchmal trifft der nicht. Ah, da. Da war gerade der Trigger, habt ihr gesehen? Manchmal überlappt das hier so ein bisschen. Wir machen mal den hier. So, das sieht doch schon mal wieder einigermaßen respektabel aus. Jetzt werden wir uns noch den Gartenschlauch nehmen. Wenn das so einfach wäre, Graffiti ist mit dem Gartenschlauch wegmachen, ne? So, das haben wir schon mal weg. Ach, guck mal hier, die ganzen Wände voll geschmiert hier. So, das machen wir jetzt auch. War hier noch irgendwas? Nee. Ich glaube, da war fertig. Dann haben wir hier noch eine Hauswand. Ich weiß ja nicht, was Leute daran so cool finden, ne? Mit diesen Graffitis irgendwas zu besprühen oder irgendwas zu machen. Ach, guck mal, eine Garage auch noch. Hier haben wir auch noch irgendwie Unkraut oder irgendwie sowas. Jo. So, das haben wir auch fertig. Ansonsten sieht der Garten jetzt schon mal wieder vorzeigbar aus.
So mehr oder weniger. Machen wir hier auch noch irgendwas? So, irgendwo müsste jetzt hier noch was sein. Oder irgendein Unkraut oder was, ne? Gucken wir mal. Was ist denn das hier? Reinige Beschmutzung. Da muss noch eine Verschmutzung sein. Ich sehe hier aber gar nichts. Ah, jetzt. Okay. So, ich glaube, da müssten wir jetzt hier soweit. Hier sind auch noch Unkräuter, aber wo ist denn hier Unkraut? Ich sehe kein Unkraut. So, also hier ist nichts mehr. Ja, doch, vielleicht da vorne, aber. So, warte mal, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Sehen wir immer hier oben an der Minimap. Also sprich hier, das sind noch so kleine Fizzles. So. Das haben wir fertig. Hier sind immer noch Unkräuter, aber ich sehe gar nichts mehr. Wahrscheinlich hier irgendwie. Wenn wir nochmal durchgehen. Guck mal, hier ist auch noch ein bisschen Rasen. So, hier müssen wir auch ein bisschen was pflanzen. So, gucken wir mal hier. Hier sollen Kirschbäume, mittlerer Kirschbaum. Müll aufräumen. Da ist doch gar kein Müll mehr. Was ist denn hier Müll? Ich sehe gar nichts. Ach, da. Warte mal. Ich glaube, nee. Aber da ist doch gar kein Müll. Was ist denn hier Müll? Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier echt nichts. So. Machen wir mal hier noch zwei Kirschbäume pflanzen. So, Kirsch. Mittlerer Kirschbaum, 2 Stück. Kaufe viele. Machen wir mal einen hier. Und einen da. Ein Kommentar war auch von euch, oder wurde gefragt, warum ich. Genau, es war ein Kommentar, warum ich erst immer hier die Bäume erst einmal buddel und dann reinpack. Ich glaube, das haben wir damals in unserem Kleingarten immer so gemacht, ne? Dass man natürlich erstmal Löcher macht und dann hier die Bäume reinsetzt. Und die dann mit Erde bedeckt und erst dann gießt, ne? So, deswegen mache ich das. So, das haben wir jetzt auch gleich fertig. So, der Baum ist gegossen. Den haben wir auch soweit fertig. So, räume den Müll auf. Wo ist denn hier noch Müll? Ich sehe gar nichts. Wahrscheinlich wieder hier irgendwo was weggebackt oder so. So. Jetzt gucken wir mal hier, was soll hier hin? Hier ist auch noch Unkräuter. Ich sehe hier echt nichts. Können wir mal gucken, was sollen wir hier machen? Räume den Müll auf. Haben wir noch was drunter? Nö. Also hier ist nichts. Ich sehe nichts. Leute. Ich weiß ja nicht, wo Müll ist, aber hier auf jeden Fall nicht. So, was brauchen wir jetzt hier? Einen Tisch und zweimal Sessel. Anota, keine Ahnung. Another. Sessel. Ach ja, hier. 2 Sessel. Ach, guck mal, herrlich. Das würde ich ja direkt hier so unterschreiben. So. Einmal. 2-mal. Und hier so einen komischen Tisch, ne? Sammy. Tisch Sammy. Okay, gut. Gucken wir mal. Tisch. Ah. Sammy. Den machen wir dann am besten auch in weiß. Ah, warte mal. Na, so. Ja. Dann hier mit so einem. So einem Grauen hier, würde ich sagen. Mal machen ein bisschen mittiger. Kann man sich hier schön ransetzen. So, dann haben wir das hier fertig. Hier ist immer noch Müll, aber ich sehe keinen Müll hier. Ich weiß nicht, ob ihr da Müll seht. Ich sehe hier nichts. So, hier haben wir Unkräuter. Das haben wir fertig. Pflaumenbäume und 2-mal Gala-Apfel. Okay.
War es kleiner oder großer? Mittlerer. Mhm. Gehen wir mal hier. Irgendwas schreibe ich wieder falsch geschrieben. So, gehen wir mal kurz gucken. Hier, Pflanzen. Nutz. Da, mittlerer Pflaumenbaum. Da sind sie doch. Kaufe viele. Zwei Stück, ja. Okay. Die würde ich sagen, bauen wir mal. Wie viel Platz haben wir denn hier? Ich würde sagen, den machen wir mal einmal hier. Und einmal da. Und dann brauchen wir noch Gala-Apfel. Ah ja. Finde ich auch cool, dass es hier verschiedene Arten an Bäumen gibt. So. Dann buddeln wir mal wieder. Eins, zwei, drei. So, der nächste. Die sind ein bisschen größer. So, dann buddeln wir auch wieder. Das heißt, dann haben wir den Auftrag auch gleich abgeschlossen. So, dann können wir die wieder reinpacken. Zack. Upsa. Zack. Zack. Dann bedecken wir das Ganze mit Erde. Und dann wird es wieder gegossen. Man kann natürlich jeden einzeln machen, aber da muss ich immer so auf die Hand wechseln hier und die ganzen anderen Sachen machen. Deswegen mache ich das so. So. Jetzt gießen wir den ganzen Kram hier noch. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Ja, cool. Guck mal. Haben wir noch ein paar Bäume gepflanzt? So, was müssen wir hier machen? Hier ist auch noch irgendwie Unkraut und irgendwas, aber ich sehe nichts. Ach doch, da. Guck mal. Was ist da von der anderen Seite? So, das haben wir, das haben wir. Jetzt gehen wir nochmal die einzelnen Parzellen hier durch. Hier scheint irgendwo noch was zu sein. Ich sehe hier nichts. Ah, da war noch was. So. Ich wüsste jetzt nicht mehr, was man hier noch machen kann. Ich gucke jetzt noch mal. Ob ich irgendwas vielleicht hier übersehen habe. Ich schmeiß mal den Trimmer an. Vielleicht so ein kleines Stück. Also den Vorgarten haben wir fertig. Hier haben wir noch ein bisschen was. Was auch immer. So, das haben wir auch noch weg. Da wird da noch ein paar Unkräuter. Oder ein bisschen Unkraut. Ah, hier in dem Beet hier drin. So. Das haben wir auch fertig. Das sieht auch gut aus. Sehr schön. So. Auf jeden Fall nicht wiederzuerkennen. Da wird sich die ältere Dame auf jeden Fall freuen, dass wir da soweit alles jetzt fix gemacht haben. So, dann werden wir den Auftrag jetzt hier einmal abschließen. Irgendwo liegt noch was, aber ich sehe das nicht. Warte mal. Aber eigentlich müsste das doch hier vielleicht. Ne. Hier haben wir vielleicht noch irgendwas hier in der Ecke oder so. Ne. Aber, ah, warte mal, da sehe ich noch was. So ein kleiner Fissel. So. Hier soll noch irgendwo Müll sein. Ich finde den Müll nicht. Ich gucke jetzt doch mal. Nö, haben wir nicht. Ich würde sagen, wir schließen den Auftrag ab. 5000 Euro bekommen wir dafür. Sehr geil. So. Und, da schauen wir mal kurz. Bam, 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 bam. So. Den Auftrag haben wir abgeschlossen. Wir sind wieder in unserem Garten. Und rein theoretisch sollte jetzt hier der böse Bube, also hier unser Maulwurf auftauchen. Die Frage ist, wo?
das werden wir auf jeden Fall mal beobachten nach den Aufträgen, weil ihr schriebt. Krass. Ne, dass der irgendwie auftauchte hier im Garten. Müssen wir mal beobachten. So, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal wieder hier mit einer neuen Folge vom Gartenflipper. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich genieße jetzt die Sonne und wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.